Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4 mit Familie Rhodes. Und ja, Familie Rhodes, inwiefern das zutrifft, ist jetzt fraglich. Oder zumindest man kann es auch ein bisschen anders sehen. Denn wir sind nicht zu Hause in Windenburg, sondern in Selvadorada. Und ja, ich liebe diese wunderschöne, farbenfrohe, sattgrüne Umgebung. Ich finde das wirklich richtig schön. Und wie man hier sehen kann, sind Morgan und Kendra hier im Urlaub. Und Kendra ist sozusagen vorübergehend mal zu Morgans Familie hinzugefügt worden. Grund dafür ist einfach, dass Morgans Familie mehr oder weniger den Ausflug für die beiden finanziert. Denn wie man hier sehen kann, haben sie definitiv genug Geld und keine Sorgen. Und Kendras Bruder und sie sparen eher dafür, dass Kendra dann sich eine Wohnung leisten kann. Wobei man vermuten dürfte, dass Kendra und Morgan dann im Endeffekt zusammenwohnen werden. So, die beiden sind eben in diesem süßen kleinen Häuschen hier in El Salvadorada. Und ich habe mir gedacht, sie könnten heute mal die Gegend ein bisschen erkunden. Und ihr könntet doch mal die Bar besuchen. Und während dem Ladebildschirm erzähle ich euch dann mal, warum die zwei überhaupt hier sind. Denn ich habe mir gedacht, beide sind jetzt erwachsen und können nun einen Job annehmen. Und wir haben ja vor kurzem die Folge gehabt, der Endspurt in der Schule. Und mein Hintergrundgedanke war dabei, Kendra und Morgan haben jetzt beide ihren Schulabschluss gemacht und das hier in Selvadorada ist ihre Abschlussreise. Also, ja, sie sind jetzt zu zweit nach Selvadorada gefahren und wollen dann noch die Zeit so ein bisschen genießen, bevor der Ernst des Lebens beginnt und sie dann wirklich ausziehen und so weiter und so fort. Und ja, geh doch mal hier zum Marktstand. Hast du ein volles Inventar? Nee, es geht. Du hast, glaube ich, momentan weniger. Oh, du hast schon eine Machete. Ach ja, stimmt. Das ist ja dieses Willkommensding. Und zwar hast du Spinnenschutzmittel, Wasser und eine Machete bekommen. Gut, dann kann der Kendra hier hingehen und sich auch eine Machete besorgen. Und Morgan, was machst du? Warum gehst du zu eurer Unterkunft? Geh doch mal hier hinsitzen. Und Kendra? Haben wir hier jemanden, der den Stand betreut? Oder ist das diese Lady hier? Stell dich mal freundlich vor. Und du hast hier wirklich... Ach, wahrscheinlich hast du die Pinnwand mal geleert bei euch in der Schule. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, die beiden erkunden hier den Dschungel. Sie haben sich 4 Tage Urlaub genommen und sind gestern in der Nacht angekommen und haben schon das erste Mal hier übernachtet und heute machen sie sich dann dran, die Welt sich ein bisschen genauer anzusehen. Aber ich würde das eigentlich ganz cool finden, wenn ich da was kaufen könnte. Stand abräumen. Naja, ich will ja die Sachen durchaus. Aha, hier ist jetzt endlich jemand. So, Morgan. Dann könntest du, was ist das? Feuerding und nochmal Feuerding. Die Blumen hier sind eigentlich auch nie sonderlich fehl am Platz. Ein bisschen von diesem Flüssigputsch. Ich glaube, das ist das, was Energie gegeben hat. Und Fertiggrillkäse, falls ihr unterwegs Hunger bekommt. Und Kendra, darfst du dir jetzt endlich von diesem Stand auch was kaufen? Denn hier werden nämlich einige interessante Sachen, wie zum Beispiel eben diese tragbare Dusche, mehr oder weniger. Aber anscheinend will mit diesem Stand niemand was zu tun haben. Alles klappt. Morgen, dann wärst du so freundlich, dass du Kendra zumindest mal eines von diesen Feuerdingern hier gibst.
Und ich würde aber ungern nur mit einer Machete eigentlich in den Dschungel gehen. Man weiß ja nie, was passiert. Denn der Dschungel ist unberechenbar. Also ich habe das Pack selbst schon ein bisschen angespielt. Mit einer Familie auf Kamera. Und ich finde das wirklich ziemlich lustig. Also ich hatte sehr viel Spaß. So, wie wäre es denn, wenn du Archäologentisch brauchen wir gar nicht. Aber du könntest nach neuen Waren fragen. Vielleicht kriegen wir von ihr dann auch eine Machete. Das wäre eigentlich ganz cool. Und du könntest dich hier vorstellen, Forschungszugehör kaufen. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Denn ich habe noch gedacht, wenn die beiden hier so ein paar Schätze entdecken. Okay, wenn du nicht das findest, was du möchtest, schau später wieder vorbei. Unser Angebot wechselt ein paar Mal pro Tag. Gut, dann eben nicht. Aber ihr könntet vielleicht trotzdem mit den Leuten ein bisschen kommunizieren. Dann. Nach Dschungelfragen. Genau, das ist gut. Und lokale Sehenswürdigkeiten, denn die beiden sollten sich ein bisschen mit der Kultur vertraut machen. Oh, und da kommt schon. Salvador. Radianische Kulturfähigkeit erworben. Perfekt, Boss. Und im Dschungel kannst du einige großartige Angelplätze entdecken. Nämlich vor den Schnapperinnen. Ach, in diesem Urwald bist du möglicherweise der Köder. Und Kendra hat die Singfähigkeit erworben. Sie fängt einfach random hier an zu singen. Perfekt. Hier kannst du auch nach dem Dschungel fragen, damit du ein bisschen was von der Kultur vielleicht erlernst. Wobei, dein Lalala klingt nicht mehr so schlecht für das, was du die Fähigkeit erst erworben hast. Und Kendra hat das ebenfalls erworben, also die salvadoranische Kulturfähigkeit. Dann, was gibt's hier noch? Über lokale Sehenswürdigkeiten plaudern? Im Urwald gibt es so viele Dinge, die dich vergiften können. Wir haben ein Gegengift entwickelt für die Herstellung. Wird jedoch Knochenstaub benötigt. Wenn du vergiftet wirst, bringe einem lokalen Händler einen Haufen Knochenstaub, um ihn gegen Gegengift einzutauschen. Oh, und Morgan hat schon Level 2 erreicht. Ja, wobei Kendra... Wow. Kendra baut irrsinnig schnell Freundschaften auf. Was ist denn mit dir? Bist du erwachsen geworden und plötzlich sozial? Sehenswürdigkeiten plaudern. Und... Ich kann das ja auch noch mal auf den Dschungel fragen. Oh ja, Kendra hat jetzt auch Level 2 erreicht. Ich rate dir, die Machete mitzunehmen, wenn du tief in den Dschungel eindringen willst. Mit ihr kannst du dir einen Weg in das Unterholz bahnen. Ja, das habe ich definitiv vor, aber ich hätte ganz gerne, dass vielleicht beide eine Machete haben. Hier könntest du noch ein bisschen nachfragen. Ja, ich habe mir gedacht, eben, dass sie mit den Schätzen richtig, richtig toll ihre gemeinsame Wohnung dekorieren könnten. Das würde ich echt machen. So, aber scheinbar will wirklich niemand diesen Stand hier betreuen. So ein Jammer aber auch. Morgen. Du hast, glaube ich... Partylügen. Dasselbe Bestreben wie Jasper. Vielleicht sind wir bei dir erfolgreicher als bei ihm. Könnte man ja noch eine Einweihungsparty feiern. Vielleicht ganz spannend. Kendra, was machst du? Oh, du schaust dir eine Statue an. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und ja... Ich finde einfach, die Umgebung ist so schön. Und zum Beispiel auch, wie das hier mit diesem Baum gemacht worden ist und so weiter. Und ich liebe den neuen Tanz. Ich würde das so toll finden, wenn das einer von euch lernen könnte. Kendra, wie wär's denn, wenn du dir was zu trinken bestellst? Und zwar dein Lieblingsgetränk. Und... Oh, hier haben wir einen Touristen, von dem werden wir vermutlich nichts lernen. Morgen, dann... Oh, salvadoranische Vorstellung.
Ja, doch, Vorstellung. Ich glaube, das war dieses Küsschen. Küsschen? Ja. Und sie hat sich noch einmal in Person vorgestellt. Ich glaube, unser Hauptproblem bei Jasper war wirklich, dass wir erst sehr spät uns ausreichend Leuten vorgestellt haben. Lokale Begrüßung. Bena Garza. Und Naya Fluch. Apollochaba. Das hier können wir noch ausprobieren. Denn Morgan ist ja ein sehr kommunikativer Typ. Also ich glaube, sie quatscht einfach mal alle Leute an, die sie so sieht. Und Kendra ist eher der Typ, der hier in der Bar hockt. Oh, und tanzt. Oh, und sie hat ihre Gitarre mitgenommen. Da könnte sie ein bisschen Oh nein, da ist eine eigene. Also, boah, da ist eine Gitarre. Oh, ist das toll. Sie spielt direkt in der Bar. Oh ja, und wie ihr gesehen habt, ich habe ihnen den Temperaturen entsprechende Outfits gegeben, denn meiner Meinung nach ist es dort, wo ein Dschungel ist, unglaublich warm, hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter. Für den Dschungel haben sie aber noch ein eigenes Outfit, denn mit kurzen Hosen und Sandalen in den Dschungel gehen ist sicher keine gute Idee. Ich will da gar nicht wissen, wie viele Krabbeltiere und so weiter dann an dir hochklettern. Und, oh mein Gott, du hast ja wirklich... Oh, nach den Ruinen fragen. Ja, das haben wir uns was Neues. Ich bin so gespannt, was wir mit ihnen hier entdecken werden. Denn ich habe mitbekommen, durch ein paar Let's Plays, dass es ja eigentlich immer unterschiedliche Sachen gibt. So, vom Rand des Dorfes kannst du eine verwitterte Plattform aus dem Bergragen sehen. Die Aussicht von dieser Stelle muss überwältigend und inspirierend sein. Versuche dorthin zu gelangen, um die Aussicht zu genießen. Sehr gerne. So, wir haben jetzt 14 Uhr und ich habe die Hoffnung mittlerweile aufgegeben, dass sich irgendjemand um diesen Stand hier scheren wird. Ja, du kannst auch die Statue beobachten. Oh, unordentlich. Hier, wirf den Müll weg. Sie ist ja ein ordentlicher Sim. Und ich glaube, sie bekommt immer... Oh, da will jemand die... Oh ja, 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 ja. Morgan, sobald du hier sauber gemacht hast, kauf die Machete. Nein, geh weg, du böser Mann. Und Plasma, Fledermausköder und die Wasserflaschen. Und sicherheitshalber noch ein bisschen Spinnenschutzmittel. So. Und hier. Und hier. Und hier. So. Ich vermute mal, dass sie mit dieser Ausrüstung ganz gut überleben werden. Dann kannst du hier Kendra noch ein bisschen von diesen Plasma-Fledermausködern geben. Kendra bekommt auch eine Machete, einen Fertiggrillkäse und... falls sie duschen muss, einen Wasserfall aus der Flasche und ich glaube, ein zweites Spinnenschutzmittel schadet auch nicht. Feuerschlucker haben sie beide. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht habe, ist dieses Blitzmittel. Aber dann spielen wir halt ein kleines bisschen auf Risiko. Kendra ist gerade super gelaunt und hat die Zeit ihres Lebens mit ihrem Cocktail. Gut, dann trink den noch aus. Ich will dich ja ungern stören. Und wenn du ausgetrunken hast, dann gehen wir mit den beiden Mädels in den Dschungel, hätte ich gesagt. Morgan kommt schon daher, mit ihrem selbstbewussten Gang. Ihr könntet doch ein bisschen plaudern. Also, wenn Kendra sich auch hinsetzen würde. So die letzten Besprechungen oder vielleicht was sie schon so mitbekommen haben von den Einheimischen. Und dann starten wir in unser Dschungelabenteuer. Oh, ich bin schon so gespannt, wie sich die zwei anstellen werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es chaotisch werden könnte. Denn, naja, man weiß ja nie, was die beiden so vorhaben. Was haben wir hier? Oh! Mit Abigail Rios? Oh, das ist aber süß. Sophia schreibt uns eine Nachricht, dass sie sich freut, dass wir uns mit jemandem angefreundet haben. Sie hat anscheinend ihre Augen und Ohren überall. Aber immerhin freut sie sich, dass wir soziale Kontakte schließen. So.
Hast du jetzt schon ausgetrunken? Dann könntest du noch auf die Toilette eilen. Dann musst du danach nicht in den Busch pinkeln. Wobei, in den Busch pinkeln wird hier vermutlich sowieso nicht ausbleiben. Gibt's hier eine Toilette? Hallo? Ach so, die ist unten. Alles klar. Dann geh doch mal pinkeln. Hier. Und morgen... Ja, du kannst auch noch mal auf die Toilette gehen. Ist doch eigentlich sowas Typisches, was Mama auch immer sagen würde. Geh unbedingt noch mal auf die Toilette, bevor du irgendwo hingehst. Damit du dann nicht mehr musst. So, und ja, Morgens Mama war gerade arbeiten. Die ist Polizistin. Und jemand will mit uns, glaube ich, auf das Romantikfestival gehen. Oder nein, er will mit uns Abendessen gehen. Ja, leider sind wir gerade im Urlaub. Das wird schwer funktionieren. Oh, eine Münze werfen, das das Glück bringt. Ja, mach doch das mal morgen. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf. Wobei, es ist schon ziemlich spät. Also wenn wir jetzt in den Dschungel gehen. Vielleicht sollten die beiden hier den Abend an der Bar ausklingen lassen, dass sie sich so ein bisschen am ersten Tag informiert haben. Was ist das? Was für ein außergewöhnlicher Geschmack. Holzig, aber auch bitter. Da morgen jetzt Mate-Tee getrunken hat, kann sie das Getränk jederzeit am Teekocher zubereiten. Oh, das ist ja cool. Dann könntest du doch was zum Essen bestellen. Das klingt doch gut. Und du hast, glaube ich, auch schon Hunger. Dann könntest du auch hier hingehen und was zu essen bestellen. Und dann könntet ihr noch ein bisschen an der Bar tanzen. Genesis Lucina ist eine Marktverkäuferin. Oh, und hier seht ihr schon, ich habe ein bisschen Custom-Content runtergeladen. So Recolors und so weiter. Also das Dschungel-Outfit von Kendra ist auch das Oberteil Custom-Content. Und ich höre gerade eine Katze miauen. Dann isst du doch das. Wo ist denn der Streuner? Oh, der hockt bei Morgan hier direkt. Oi, ein... Oh, ist das Kätzchen süß. Maddie. Oh, ist die putzig. Können wir uns ihr mal vorstellen? Oh, sie ist schon weg. Dann funktioniert das doch nicht so gut. So, esst ihr hier mal euer Abendessen und dann könnt ihr noch ein bisschen tanzen gehen in der Bar. Und dann ist der erste Urlaubstag auch schon verflogen. Oh, ist das von der Atmosphäre her toll. Oh, und wir lernen neue Rezepte. Perfekt. Und ich glaube, sie hat gerade auch keine Überforderung wegen dem Geschmack. Und Jasper fragt auch mal, ob es uns gut geht. Unser besorgter großer Bruder. Ja, für den wird das auch eine ziemliche Umstellung werden, wenn die beiden jetzt dann tatsächlich, also wenn seine kleine Kendra jetzt dann wirklich auszieht und auf eigenen Beinen stehen möchte. Und ja, ich hätte gesagt, ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es für Kendra und unsere liebe Morgan in den Dschungel geht. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao!